Ich habe euch mitgefilmt, was ich an diesem Tag in Korea gegessen habe. Auf jeden Fall gab es dann erst mal Wassermelonen, die ich gegessen habe. Und dann habe ich ein Toastbrot gegessen mit Milch. Das war aber voll das Game, weil ich musste dann auch nochmal frühstücken, weil meine Oma mich einfach dazu gezwungen hat. Ich habe ihr nämlich erklärt, dass ich morgens nichts Warmes essen kann und nicht so viel, deswegen wollte ich einfach Toast essen. Dann hat sie aber gemeint, dass ich undankbar wäre und dass sie bereits Essen zubereitet hätte. Das heißt, ich musste das nochmal essen. Ich meine, es war wirklich alles super lecker, aber ich hatte einfach keinen Hunger mehr. Auf jeden Fall fand ich irgendwie, dass das richtig ekelhaft aussieht, wollte das zuerst nicht probieren, dann wurde ich aber dazu gezwungen und es war wirklich tatsächlich richtig lecker. Ich habe nur keine Ahnung, was es ist. Abgesehen davon gab es wieder Reis mit Suppe, worauf ich gar keinen Bock mehr hatte und es war auch viel zu heiß. Ich wollte euch diese Blätter zeigen, das ist einer der vielen Beilagen in Korea und das heißt Gyeongnip und das isst man so mit Reis zusammen. Das ist Geschmackssache, auf jeden Fall sind die relativ scharf und dann habe ich mir noch so eine Sprite geholt. Ja, wundert euch nicht, ich bin danach eingeschlafen, habe dann 6-7 Stunden geschlafen und dann bin ich abends aufgewacht und dann gab es Eis. Es tut mir leid, ich habe einfach absolut keinen Schlafrhythmus wegen dem Jetlag. Auf jeden Fall haben die da einfach Käse auf das Eis drauf gemacht. Ich verstehe Korea manchmal einfach nicht. Es war aber trotzdem ziemlich lecker, bis auf den Käse. Den habe ich dann weggenommen.